Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FC Venedig-Karriere. Ja Leute, heute haben wir jetzt noch die komplette Hinrunde, wo wir Rosenborg bzw. den kompletten November schnell simulieren werden, außer Alkmaar werde ich selber spielen und der komplette Dezember wird auch nochmal schnell simuliert, sind ja eh nicht mehr viele Spiele bis dahin. Wir sind auch direkt beim Spiel gegen Rosenborg, hier im Rückspiel, Hinspiel 2-1 gewonnen, Rückspiel könnte man rein theoretisch dann auch hoffentlich gewinnen, nein, das verlieren wir dann 0-1, Fujiwara trifft. Nächstes Spiel gegen La Spezia, die sind auf Platz 6, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr, gehen wir einfach mal rein, gewinnt 3-1 in Sola, trifft bei La Spezia, bei uns Mele, Quiroga und Mbappé. Nächstes Spiel gegen Cagliari, wir und Bergamo Calcio setzen uns ab, starten wir hier auch rein in die Schnellsimulation, gewinnen mit 1-0, Ramos trifft. Und natürlich muss jetzt die Tabelle hier so spannend sein, jetzt gegen Alkmaar müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Oh, da ist Mbappé, der tankt sich da durch, Mbappé, 6. Spielminute, natürlich macht Mbappé sowas und macht dann hier das 0-1. In der 6. Spielminute, ganz, ganz wichtig, dass der da noch durchkommt. Also dass er durchkommt, hatte ich jetzt schon irgendwie so ein bisschen erwartet hier. Aber ich habe gedacht, hier bleibt er rechts am Spieler hängen. Bleibt er nicht, der Torhüter versucht noch alles, keine Chance. Damit führen wir mit 0-1. Eckball für AZ Alkmaar. Aber Kylian Mbappé ist natürlich schnell. Aber warum auch die Spieler da immer so schnell sind, weiß ich auch nicht vom Gegner. Kylian Mbappé kommt da vorbei am Keeper, hätte ich nicht gedacht. Macht dann einen lupenreinen Konter. In der 54. Spielminute, Quiroga kommt da, jetzt kommen sie alle, Tielemans, De Angelis und damit machen wir dann das 2-0, das ganz, ganz wichtige 2-0, auch im direkten Vergleich, wobei das egal sein kann, weil wenn wir hier gewinnen, sind wir direkt sicher weiter, weil wir eben einen Punkt vorne sind, dann wären wir 4 Punkte vorne bei einem Spiel, nicht mehr möglich, Mbappé macht das 2-0. Cesar Ramos spielte den Ball durch zu Quiroga, weiter zu Kylian Mbappé und er macht dann sein 3. Tor, das ist nicht mehr normal, Kylian Mbappé mit dem 3-0. Und damit eben auch mit seinem Dreierpack hier in diesem Spiel. Und ich denke, jetzt sollte es eigentlich durch sein mit AZ Alkmaar. Ich denke nicht mehr, dass die jetzt noch irgendwie Großes reißen. 3-0. Oh nee, was macht De Angelis da? Gudmundsson und jetzt rennen sie alle weg. Und dann macht Fakir dann in der 73. Minute das 3-1. Damit springen zum Endergebnis und gewinnen dann auch gegen AZ Alkmaar mit 3-1. Nächstes Spiel gegen den FC Turin, auch hier starten wir rein in die Schnellsimulation und mal schauen, wir gewinnen mit 2-1. Otzen Eduard trifft bei Turin, bei uns Quiroga doppelt. Nächstes Spiel gegen Hellas Verona, die sind auf Platz 13, danach kommt das wichtige Spiel gegen Lech Posen, ich zeige euch warum. Wir gewinnen 3-2, bei Hellas Verona trifft Wilson doppelt, bei uns Virgil van Dijk und Tielemans doppelt. Und warum wir gewinnen müssen, ist, weil Alkmaar gegen Rosenborg gewinnen muss, damit wir Erster werden, um eine Runde weiter zu sein wie der Zweitplatzierte, können wir hier gewinnen. Ja, komm, wir verlieren, dann ist ja auch egal. Nächstes Spiel gegen Bologna, die sind auf Platz 8, wir sind jetzt schon 5 Punkte vor Bergamo Calcio. Wir gewinnen mit 2-0, bei uns treffen Mbappé und Virgil van Dijk. Nächstes Spiel gegen AC Mailand, die sind auf Platz 3, starten wir hier rein in die Schnellsimulation. Wir gewinnen mit 2-1, Quiroga, Mbappé treffen und Copa Coindredi bei AC Mailand. Dann sehen wir, De Angelis hat uns ist für 9 Tage verletzt, nicht so schlimm. Joshua Jeva hat uns verlassen. Nächstes Spiel gegen Salernitana. Die sind auf Platz 15. Starten wir hier rein in die Schnellsimulation. Schlagen die mit 4-2. Joel Obi trifft bei Salernitana. Genauso wie Shomu Rodov. Bei uns zu Beldia, Quiroga und Mbappé doppelt. Noch 2 Spiele. Das erste gegen Neapel. Danach gegen Lazio. Also 2 sehr, sehr starke Vereine. Hier gewinnen wir trotzdem mit 2-1. Firmino trifft bei Neapel. Bei uns Mbappé und Araujo. Und das erleben wir auch zum ersten Mal. Achtelfinale Coppa Italia. Wir sind immer in der ersten Runde rausgeflogen gegen Lazio. Fliegen dann hier auch raus mit 2-0, Moro und Basic treffen. Und dann sind wir am Ende der Folge, Leute. Da würde ich sagen, wenn euch die Folge gefällt, euch ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.